Herzlich willkommen zum Spiel der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zum Spiel der HSG Bergedorf VM gegen die SG Altona in den roten Trikots. Abstiegsrunde der Damen. Und hier direkt das 1:0 für die SG Altona. Das ist Sophia Nemitz. Doch die HSG Bergedorf antwortet direkt keine 10 Sekunden später. Das 1:1 durch Sari Marleen Stapelfeld. Und für beide ist die Abstiegsrunde bis jetzt ja noch nicht ganz so glanzvoll gestartet. Die HSG Bergedorf bereits mit einem verlorenen Spiel und auch die SG Altona kam bis jetzt nicht über ein Unentschieden hinaus und hat auch ein verlorenes Spiel zu verzeichnen. Und hier die erste hitzige Situation der ersten Halbzeit. Die HSG Bergedorf hier mit der Chance, den 7 Meter zu verwandeln. Und das macht sie auch. Das 6:2 durch Clementine Christine Stoll. Hier der nächste Angriff der SG Altona und der ist erfolgreich. Das 7:4 durch Sophia Nemitz. Und man könnte denken, dass die HSG Bergedorf hier weiter ihren Puffer ausbaut, führt hier mit 5 Toren. Aber da gibt es auch direkt die Gegenantwort, das 10:6 durch Lea Lackner. Und auf einmal ist die SG da und auf einmal ist unentschieden. 10:10 durch Lea Lackner. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit geht die HSG Bergedorf hier noch einmal in Führung mit 11:10. Aber das lässt sich die SG Altona natürlich nicht sagen und versucht hier ihr Bestes auch auszugleichen. Und das schafft sie 11:11, das Ergebnis der ersten Halbzeit. Weiter geht's in der zweiten Halbzeit und auf einmal hat sich das Spiel gedreht. Die SG Altona führt hier sogar mit 3 Toren, das 13:16 durch Kim-Marie Stowasser. Aber auch wie in der ersten Halbzeit, ja, relativ ausgeglichen. Mal geht der eine Verein in Führung, mal der andere. Aber beide Mannschaften hier gewillt, einfach die 2 Punkte zu holen, denn wichtigere Punkte als die gibt es nicht. Und hier direkt das nächste Foul, der nächste 7 Meter für die HSG Bergedorf. Und der ist erfolgreich. Clementine Christine Stoll verwandelt sicher zum 20:20. Und hier wieder die HSG Bergedorf in Führung, aber wie bereits angesprochen, die SG Altona immer sofort da und am Ende bleibt es doch immer relativ ausgeglichen. Hier kurz vor Schluss die HSG Bergedorf führt mit 4 Toren, 25:21. Das war wieder Clementine Christine Stoll. Und hier der schnelle Angriff der Gäste und hier auch der Ausgleich. 26:26 durch Lea Lackner. Und die Frage ist, geht noch was? Und wenn, für wen geht noch was? 28:28, noch 2 Minuten auf der Uhr. Die HSG Bergedorf geht hier in Führung. 29:28 durch Kim Andersson. Hier der 7 Meter für die SG Altona. Der Ausgleich 29:29. Und kurz vor Ende der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor. 29:30. Laura Schnurstein kann das letzte Tor erzielen. Und hier wird auch der Freiwurf gehalten. Und natürlich, da freut sich die SG Altona. Gewinnt hier gegen die HSG Bergedorf 29:30.